Seit 4000 Jahren drehen sich auf der Welt schon die Wasserräder. Und wir nutzen die Wasserkraft immer effizienter. Früher, da waren es noch einfache Mühlen, jetzt sind es moderne Laufkraftwerke. 90% der Energie des Wassers können die in elektrischen Strom umwandeln. Und wie das genau funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. In Salzburg-Lehn treffen wir Thomas Burger. Er zeigt uns heute das Wasserkraftwerk. Und eines fällt gleich auf. Oberhalb des Laufkraftwerks steht das Wasser höher als unterhalb. Und das hat einen Grund. Das Kraftwerk ist ein Damm. Mit dem Damm halten wir das Wasser zurück. Das ist dann der Oberwasserbereich, wo das Niveau höher ist. Das ist unser Staubecken. Und der Unterwasserbereich ist tiefer. Und den Höhenunterschied nutzen wir für die Maschinenleistung. Also sprich, je mehr Höhe, je höher der Damm ist, desto mehr Maschinenleistung können wir umsetzen und desto mehr Energie kriegen wir aus unserer Turbine raus. Die Fallhöhe hier beträgt 6,6 Meter. Das heißt, die beiden Turbinen liegen 6,6 Meter unter dem Einlass. Deshalb rein ins Kraftwerk. Von außen glaubt man das gar nicht, aber drinnen gibt es riesige Räume. Es geht tief hinunter und hier ist es ganz schön laut. Da hinterbei fließt jetzt die Salzach mit 110 Kubikmeter, treibt meine Turbine mit 130 Umdrehungen pro Minute an, wird dann über die Welle zum Getriebe geführt und da wird dann die Umdrehung von 130 Umdrehungen pro Minute auf 600 Umdrehungen pro Minute aufgespannt. Die Turbine ist dann weiter an ein Getriebe plus an den Generator gekoppelt und da gewinnen wir unsere elektrische Energie aus dem Wasser heraus. Damit der Strom daheim bei uns aus der Steckdose rauskommt, müssen viele Komponenten zusammenspielen. Überwacht und gesteuert wird das am Leitstand, oberhalb der riesigen Maschinenhalle. Im Leitstand werden immer alle Maschinenwerte gesammelt, also Temperaturen, Leistungen, Umdrehungen. Da wird die Maschine überwacht. Dann kann ich auch da die Betriebszustände einstellen. Unsere Maschinen fahren jetzt dann genau das Wasser, was kommt von der Salzach über die Maschinen ab. Wir halten einen Pegel genau ein. Und somit haben wir einen optimalen Zustand. Man kann auch Leistungen vorgeben, also sprich, wir fahren jetzt gerade mit 5,5 Megawatt. Wenn ich weniger haben will, springe ich immer in eine andere Betriebsart, wähle die aus und die Maschine drosselt man. Und somit fährt dann vielleicht die Maschine eins weniger wie die zweite Maschine. Das Wichtigste dabei, die Turbinen müssen sich trotzdem immer gleich schnell drehen. Die Umdrehungszahl ist für unser Netz wichtig, weil wir erzeugen 50 Hertz. Das ist unsere Netzfrequenz, die ist in ganz Österreich stabil, im ganzen europäischen Verbund stabil. Und auf die 50 Hertz fährt man hin. Wenn man da drunter oder drüber kommt, gibt es Regulative bis zur Maschinenabstellung. Geregelt wird das, indem der Anströmwinkel der Turbinenschaufeln geändert wird. Das ist eine Stärke der Kaplan-Turbine. Die kommt deshalb auch überwiegend bei Laufkraftwerken zum Einsatz. Mit meinem Turbinenrad, schaut aus wie ein Propeller, kann ich die Anströmung steuern, also sprich wie beim Hubschrauber, kann ich den Propeller steiler stellen oder flacher stellen und somit kann ich die Leistung von der Maschine einstellen. Und welche Auswirkungen der Anströmwinkel hat, das kann man ganz einfach selber ausprobieren. Einfach beim Autofahren einmal die Hand aus dem Fenster halten. Halten wir sie waagerecht, spüren wir sehr wenig vom Gegenwind. Stellen wir den Winkel aber steiler, erhöht sich der Druck auf die Handflächen. Und genau so wird die Kaplan-Turbine an die Kraft des Wassers angepasst. Je mehr Energie, dass ich ausschirmen möchte, desto mehr Kraft brauche ich vom Wasser. Und je weniger, das brauche ich weniger Kraft vom Wasser. Aber die Umdrehungszahl der Turbine bleibt immer gleich. Aber im Grunde ist alles ganz einfach, oder? Wir lassen oben Wasser rein und unten über die Turbine erzeugen wir Energie. Das war's. Und umso höher die Fallhöhe, desto größer ist der Druck. Wo dieses Prinzip besonders gut genutzt wird, das ist ein Pumpspeicherkraftwerk. Und wie das genau funktioniert, schauen wir uns ein anderes Mal an.